Hallöchen und herzlich willkommen wieder beim einzig wahren Seher, Siki TV. Was geht ab? Tja, wir haben hier mal wieder eine schöne Reaction, ne? Wieder Amat. Ich finde, der Vergleich mit dem, war das nicht zufälligerweise auch ein Serienmörder bei Simpsons? Ich bin leider überhaupt nicht in dem Thema drin. Ich habe Simpsons nicht so extrem effektiv geschaut, deswegen guten Morgen, guten Mittag oder auch einen guten Abend, YouTube, je nachdem, wann ihr Sikis geistige Ergüsse anschaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Musst du es wirklich so cringe umschreiben? Und yo, Alex, was geht, was geht, was geht? Willkommen hier bei unserer Reaction. Wir haben wieder ein neues Thema. Amat, wie Influencer ihre Fans abziehen. Exposed. Kommt jetzt aber auch ABK? Das frage ich mich. Nehmen wir mal. TikTok, achso, das sind TikTok Live Battles. Oh Gott. TikTok. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Video hätte man gar nicht anfangen dürfen. Ich benutze selber TikTok, aber nur für süße Katzen- und Tiervideos. Oder auch so Häschen und so. Aber was? Auf jeden Fall muss doch jeder was von der Reaction haben. Auf jeden Fall. Jeder. Wie gesagt, wir haben dann extra noch Content für nächste Woche. Ganz gemütlich. Dann könnt ihr es gemütlich anschauen. Ja, weil, wie gesagt, ich mache jetzt eine Woche Pause. Neujahr. Ne? Da gönne ich mir das einfach mal. Deswegen hauen wir jetzt mal raus. Tingle, tangle, Bob. Vendetta, Vendetta. Ich gehe jetzt meine Haare erstmal waschen. Ein paar Sekunden später. Okay, es hat sich so gut wie nichts geändert, aber es ist egal, denn in meinem Video geht es nicht um Aussehen, sondern Inhalt. Also, Assalamu alaikum, meine lieben Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es eigentlich um ein nicht so lustiges Thema, ein ziemlich ernstes Thema, wie ihr gelesen habt. 10 Influencer ihre eigenen Zuschauer systematisch ab. Bitte. Und TikTok hilft ihnen dabei noch und greift ihnen unter die Arme. So hört sich erstmal sehr, sehr krass an, entspricht aber der Realität und das seit über einem Jahr, meine Freunde, auf der gesamten Welt über TikTok. Zum Glück sind die Leute, die das machen, aber so eine Lachnummer, dass das Video zum Glück nicht so ernst wird, wie es eigentlich geplant ist. Aber lehnt euch zurück und genießt ekelhaftesten Menschen auf Social Media. Vielleicht können sich die ein oder anderen daran erinnern, an die Stammzuschauer, Kuss geht raus, die können sich vielleicht daran erinnern, dass ich ein Video gemacht habe, TikToker ziehen ihre Fans ab. Und damals bezog sich das Ganze noch nur auf TikToker. Jetzt aber, daher, dass jeder Influencer TikTok hat, sind dort sehr, sehr bekannte Gesichter. Oh, stimmt ja. Red Leo Mascherzen ja gerade auf TikTok. Und ich habe auch KuchenTV gesehen. Und ABK, was für eine wilde Nummer eigentlich? An Influencern, die dort bei der systematischen Abzocke mitmachen. Es geht hier nicht mehr um TikToker, zu denen wir später auch noch kommen werden, sondern wie gesagt um ganz viele andere Leute. Und deswegen fragen sich bestimmt viele von euch jetzt, welche Abzocke meine ich? Es geht um sogenannte TikTok-Live-Matches. Und diese TikTok-Live-Matches macht mittlerweile jeder da draußen. Sogar irgendwelche Clan-Chefs, irgendwelche Influencer, die ihr alle gefeiert habt. All diese Influencer und Clan-Chefs. Bitte bettel mir Geld. Bitte bettel mir Geld. Alles klar. Nee, aber ich finde allgemein, diese Battles sind ja schon maximal unangenehm. Vor allem, du gewinnst ja nur, wenn deine Community viel Geld hat. Ja, finde ich irgendwie komisch, ne? Kannst du nicht irgendwie auch ein anderes Battle machen? Kreatives Battle oder das lauteste Battle? Kein Blassenzimmer. Aber muss es immer um Geld drehen? Was machen die auf TikTok? Ich verstehe es nicht. Die machen alle TikTok-Live-Battles. Und damit ihr versteht, was TikTok-Live-Battles jetzt im Grundsatz sind, blende ich euch ein Video von jemandem ein, der das sehr, sehr gut erklärt hat, den ich persönlich übrigens auch sehr gut mag. Ist zwar schon ein älteres Video, aber er hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Deswegen hört ihm jetzt einfach zu. Ich bin weg. Ciao. Live-Battles ist nichts anderes als zwei Influencer, die sich gegeneinander battlen und jede Seite muss mehr Punkte sammeln. Punkte sammelt man wie? Wie viel waren das? Ich glaube, pro 1000 Punkt waren das, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Ich glaube, waren das 30 Cent? Bin mir gerade nicht sicher. Weiß es jemand vielleicht von euch irgendwie so? Indem man entweder Geldspenden kriegt in Form von Live-Geschenken oder man auf dem Bildschirm tippt. Aber das auf dem Bildschirm tippen bringt nicht so viel, eher das Geldspenden. So ein Live-Battle geht im Schnitt so 3 bis 5 Minuten. Auf jeden Fall machen diese Battles die ganze Zeit. Jede Stunde machen sie diese Battles mehrmals. Einfach nur, um quasi Live-Geschenke abzugreifen. Aber jetzt kommen wir schon zum eigentlichen Problem. Und zwar, diese Live-Geschenke kauft man mit nichts anderem als TikTok-Münzen. Mhm. Wie gesagt, ich finde, im Grunde, lasst die Leute machen, solange sie nicht extrem abzocken. Also, wie gesagt, solange sie keine Menschen abzocken oder sowas, und wenn die es freiwillig machen, dann sollen sie halt machen, finde ich zwar selber unangenehm, weil, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach nur falsch an. Wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir so, nee, muss das sein? So fühle ich mich jedes Mal.
Klar, irgendwie im Grunde als Influencer lebst du natürlich von deiner Zuschauerschaft, das ist auf jeden Fall klar. Egal in welcher Form, Watchtime oder auch direkte Spenden oder auch Subs oder was auch immer, das ist klar. An dieses Betteln, es wirkt nochmal anders. Es wirkt nochmal viel, viel erbärmlicher. Also wirklich, ich kämpfe gegen den anderen. Welche Community ist wichtig? Oh, sind es denn die Army oder sind es die Familie? Keine Ahnung, XY. Ich fühle das überhaupt nicht. Also, nee, so Live-Matches gar nicht. Also so Live-Talks, gar kein Problem. Würde ich auch machen, so TikTok, so gemütlich da hocken, ein bisschen reden, labern. Kein Stress, aber um Geld betteln, fühle ich nicht. Ich finde immer noch, ja, ich wiederhole mich, man sollte ihm die Detektiv-Con-Musik wegnehmen. Free Conan, auf jeden Fall. Teilweise, manche Videos sind absolut unrecherchiert, deswegen sollte man das wirklich machen. Und, oh, wer hätte es gedacht, auch alles, was sich so anhört, als wäre es nicht Geld, TikTok-Münzen, doch, diese Münzen kauft man mit ganz einfachem Geld. Dieses Geld kann man aufladen durch Google Play-Karten, iTunes-Karten, alles Mögliche. Also auf jeden Fall durch Sachen, an die kleine Kinder rankommen. Wie ihr gerade gesehen habt und erklärt bekommen habt von meinem... Doch, mit Praline Flachmann würde ich echt gerne mal live gehen. Ich würde die nämlich maximal triggern. Ohne Scheiß, ich würde die maximal triggern. Aber nicht auf Beleidigung. Nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Ich würde dann vor allem das Wort just immer. Also, ich bin jetzt gerade just absolut schlecht drauf. Just gönnet einfach mal. Irgendwelche so komischen Wörterwitze machen, so ganz schlechte. Ich würde sie einfach maximal triggern. Einfach so. Das würde ich machen. Ohne Scheiß, ganz ehrlich. Bitte, bitte, schaff mir da irgendwie jetzt doch die 1000, was war das? Ich weiß gar nicht, was du brauchst, um live zu gehen auf TikTok. Ich glaube 1000 Follower. Und dann gib mir einen Termin. Danke für den Lurk. Yo, danke, Frozy, für den Lurky. Gib mir einen Termin mit der Aline Bachmann. Ich würde das durchziehen. Ich fühle mich selten getriggert. Also, mich kriegt man nicht so leicht. Mich kriegt man wirklich nicht so leicht. Gut, ich bin jetzt natürlich, wenn ich ein Video sehe, wo jemand sich wirklich ganz doof anstellt und keine Logik besitzt, das triggert mich zwar schon, aber ich mache natürlich, weil ich ja auch hier im Internet bin, zeige ich die Emotion dann auch. Normalerweise, wenn mich irgendwas triggert, bin ich einfach die Maske fertig, aus. Also dann setze ich meine Maske auf und dann kriegt das keiner mit. Natürlich jetzt hier versuche ich einfach nur etwas ehrlicher zu wirken, also auch die Emotionen, die in mir brodeln, wenn jemand so ein Scheißhaus raut. Deswegen... Ah, 1000 Follower für live, ja gut, da fehlen mir nur noch, ich glaube, ich war bei irgendwas mit 100, irgendwas mit 100. Die Häufchen Maske im Hintergrund, auf jeden Fall, das wäre geil. Ich meine, dann würde ja Aline Bachmanns Aussagen ja genau dem widerspiegeln, was ich auf der Maske trage. Früheren Ich. Kennst du eigentlich Kaiser Nero? Oh, ja, du musst eigentlich nur 1000 Follower haben, dann Aline eine Anfrage zum Join senden und dann. Ah. Ich lasse dann so extra so einen Screensaver rauflaufen. Just Nero, überall permanent und die ganze Zeit wird das Wort gesungen. Just Nero, Just Nero, Just Nero, Just Nero. Oh mein Gott. Ah, einmal im Leben so hops nehmen. Und alten Freund sind ganz viele junge Zuschauer davon betroffen. Irgendwelche Leute setzen sich in Livestreams, betteln den ganzen... Hör mal, 1.609.000. Haben die Leute zu viel Geld? Also mal ganz ehrlich, was? Macht das doch ordentlich. Die fühlen sich doch nicht mehr, die danken doch nicht mehr richtig. Die reden dann nur und ihr spendet Geld rein. Mal ganz ehrlich... Wenn man sich nicht mal bedankt, bei KuchenTV ist ja inzwischen schon so, er kann sich nicht richtig immer ausführlich bedanken, weil es teilweise zu viele sind. Aber er macht das wenigstens so. Ja, oh, danke und sagt seinen Namen meist falsch, bei mir leider. Er hat mal Shaky gesagt. Nicht Seki, sondern Shaky. Das passiert irgendwie viel. Warum auch immer. Es ist See und es ist Ki. Sehen und Ki. Sehen Ki. Oh. Shaky, ja. Ich bin der Shaky, der Shaky, der Shaky. Tag und suggerieren ihren Zuschauern damit, ey, ihr müsst mir Geld spenden. Na gut, Shaky, das wäre meine Marke, oder? Für so Milchshakes, Energy Shakes, Steaky, oh Gott. Damit ihr cool seid, damit ihr korrekt seid und die verpacken das Ganze als Geschenke. Dadurch kommt das Ganze nicht so rüber, als würde es sich um Geld handeln. Es ist am Ende des Tages nichts anderes als sehr, sehr, sehr viel Geld, was diese Leute abzocken. Und das,
Also ganz ehrlich, man denkt, das würde sich nicht um Geld handeln. Also was ist denn das für eine Aussage? Natürlich, du brauchst diese Münzen. Die Münzen musst du aber vorher einkaufen mit Geld. Jeder, der ein Geschenk macht, der weiß ganz genau, das ist Geld. Wow. Natürlich weiß man, das ist offensichtlich. Es gab dutzende Medienberichte darüber, schon damals, als ich darüber berichtet habe und Videos gemacht habe. Spiegel TV, Netzpolitik hat darüber Berichte gemacht, über eine systematische Manipulation der Zuschauer und dass TikTok etwas dagegen tun soll. Was glaubt ihr? Manipulation der Zuschauer. Kenne ich noch so einen? Der lächelt gerade so ganz komisch in die Cam rein und fasst sich an die Haare. Manipulation, zum Beispiel bestimmte Cuts und alles, ne? TikTok jetzt dagegen getan, dass ganz viele Leute abgezogen werden. Nee, Bits, weißt du, Bits, das ist auch kein Geld. Das sind einfach nur Zeichen, die du hier in den Chat reinsendest. Also, die kosten euch nichts. Haut einfach mal so 20.000 rein, dann alles gut. TikTok hat die ganzen Bettler gefördert und zu sich sogar eingeladen. Hier seht ihr ein Bild von einem TikTok-Bettler, Nino Gashi. Den haben sie sogar in Berlin in die Zentrale zu sich eingeladen. Sie arbeiten die ganze Zeit mit diesen Leuten zusammen. Sie lieben diese Leute. Warum? Weil TikTok den Großteil dieser TikTok-Live-Geschenke abbekommt. Die kriegen davon. Die genauen Prozentzahlen wurden nie gelegt. Aber wie ich damals gesagt habe, kriegen sie zwischen 50 und 70% des gesamten. 70%. Das wurde schon irgendwo ausgegeben. Ich weiß auch natürlich nicht wo, aber ich bin mir so ziemlich sicher. Also es gibt ja wirklich Abstufung. TikTok behält sich am meisten ein mit 70%. Dann kommt Twitch mit 50% behält sie sich ein. Also man kriegt als Influencer selber 50%. Das heißt, wenn ihr hier einen Sub reinlässt, 4 Euro kriege ich 2 Euro. Natürlich muss ich die ja noch versteuern. Ne? Also muss man klar sagen, muss ich auch noch versteuern. Also Endeffekt habe ich nicht so viel von den Bits und Subs. Aber sei es drum. Und dann kommt YouTube mit 70% der Einnahmen, kriegt man als Influencer, soweit ich das noch weiß. Gut, aber da weiß ich noch nicht. Also Leute, denkt dran, hier schön Follow dalassen. Wir müssen die 1000 erreichen, genau innerhalb von 2 Tagen. Beziehungsweise, wenn das Video hochkommt, ihr müsst innerhalb von 1 Tag. Es müssen insgesamt 870 Leute jetzt auch in einem Tag kurz mal alle abonnieren, damit wir das monetarisieren können, weil die Watchtime habe ich schon fast drin, ne? Das ist schon eigentlich bitter. Mich kennt man nicht, die Watchtime ist aber fast drin. Das ist wow. Aber wie gesagt, YouTube behält sich nur 30%, so wie ich das verstanden habe. Und Facebook, gut, es gibt immer noch Leute, die auf Facebook sind. Also zum Beispiel meine Freundin schaut bei einer bekannten Schminkdame da sich viel an. Und die kriegen 100% von Spenden. Also 100%. Facebook will gar kein Geld. Wahrscheinlich, weil das halt langsam keiner mehr nutzt. Aber so ist ungefähr die Reihenfolge. Okay, muss kurz Bits kaufen. Oh je. Oh je. Und damit ihr die Plattform umgeht und Dicky maximal reich wird, schaut die Videobeschreibung und spendet, was das Zeug hält. Wer Ende 2023 die meiste Geld hat, bekommt einen digitalen Keks. Nein, ich gebe sogar ein digitales Blech mit Keksen. Also viel zu wenig. Übrigens muss ich auch mal wieder die Automatisierung reinhauen. Also die Beschreibung unten. Geld ist. Das heißt, die Leute wie Nino Gash. Der Kommi muss gepinnt werden. Alles klar. Wie geht das nochmal? Wie pinnt man nochmal eine Nachricht? Wie pinne ich denn jetzt eine Nachricht? Nein, ich will jetzt die Nachricht pinnen. Papa Bär hat gesprochen. Papa Bär wird nicht lügen. Papa Bär hat recht. Warum kann ich die Sache nicht? Manometer. Einmal mit Profis, ne? Einmal mit Profis. Aber ich glaube, das kann ich gerade gar nicht. Danke, Alex. Danke. Lassen wir das mal so. Ashi könnt ihr hier sehen, die ihre eigene Mutter sogar benutzt haben, um zu betteln, wie ich damals gezeigt habe. Sogar diese Leute werden Wow, die haben die Mutter halt mitgenommen auf TikTok. Also komm. Das ist einfach nur Content.
hochladen, weil sie nichts anderes tun, als für TikTok zu betteln. TikTok ist quasi eine rumänische Mafia. Die schicken einfach überall ihre Bettler hin. TikTok ist einfach eine rumänische Mafia. Krank, Digga. Es ist irgendwie lachhaft, aber auch irgendwie mies traurig, oder? Das ist schon gestört. Ja, was hat TikTok dagegen getan? Sie arbeiten nicht nur mit den Live-Bettlern zusammen. Nein, sie haben eiskalt damals schon so Ranglisten eingerichtet. Die Leute, die ganz oben auf der Rangliste sind, die am besten gebettelt haben, die kriegen halt auch noch zusätzlich mehr Geld. So, ich weiß nicht, wie viel das war. 10.000 Euro nochmal zusätzlich und so ein Kram. Kriegen auf jeden Fall extra Geld noch, wenn sie oben, wow, ganz oben sind bei den Bettlern. Das ist so krass irgendwie. Es hört sich so. Weißt du, wenn du wirklich kein Geld anders verdienen kannst. Also, wie gesagt, ich finde halt diese Live-Dinger sind teilweise wirklich weniger Content. Viele sagen, ja los, spendet mir mehr, los, ich will, brauch noch mehr und sowas. Wenn du sowas permanent machst, finde ich das absolut kein Content. Wenn du natürlich deine Meinung sagst, wenn du irgendwas versuchst zu vermitteln, wenn du jetzt auch irgendwie was künstlerisch machst, das ist okay, dann finde ich sogar so diese Battles in Ordnung. Aber nur so, ich brauche Geld, ich will Geld, gib mir Geld, das ist absolut hirnrissig. Absolut hirnrissig. Du arbeitest jetzt doch schon für den Profi. Ja, richtig. Richtig, für mich selbst und ich selbst sagte, ich helfe dem Seki. So lächerlich und banal an, aber es ist die Realität. Und TikTok hat noch mehr getan. Habt ihr mal gemerkt, was sich auf TikTok verändert hat, falls ihr TikTok habt? Die gesamte App ist fast gleich geblieben. Man kann jetzt nur so Funktionen wie neu veröffentlichen und sonstiges. Aber sonst ist die gesamte For You noch gleich. Es gibt zwei Kategorien, folge ich und auf der For You. Also die Leute, die man abonniert hat auf jeden Fall und For You. Es hat sich nichts geändert an TikTok. Vieles ist gleich geblieben. Außer eine Sache hat sich enorm geändert. Daran hat TikTok im Hochtouren gearbeitet. Lives. Es gibt Live-Zentren, es gibt Live-Abonnements wie bei Twitch und ganz viele andere Sachen. Aber es ist auf dem Handy. Wer hat denn Bock, die ganze Zeit auf dem Handy zu schauen? Ich finde, wenn man sich Content konsumieren möchte, also zum Beispiel YouTube, dann gehe ich doch lieber an PC, Minimum PC, habe einen großen Bildschirm. Noch besser natürlich auf dem Fernseher, aber da kannst du keine Kommentare machen. So richtig schön kritische, konstruktive Kritik, die so, dass du jeder ignoriert, also jeder Amad ignoriert die Kritik oder auch jeder MBK oder jeder Aporette oder jeder Aline Bachmann. Warum sind es eigentlich so viele A's? Die vier A's. Das ist das 4A-Team, ne? Aber auf dem Handy? Nee, danke. Das mache ich vielleicht, wenn ich gerade am Rasieren bin. Ja, das hier übrigens auch mal wieder. Ja. Oh, ich habe einen schönen Bärtle. Aber ansonsten, nee. Konstruktive Kritik auf sozialen Plattformen sind nur ein Gerücht, ne? Also meine Kritik ist absolut fachgerecht, ne? Absolut sachlich. Manchmal kommt mal ein bisschen die Emotionen mit in diesen Kommentaren rein. Das merkt man schon, aber es ist nicht bösartig oder beleidigend. Das Problem ist, keine Sau reagiert drauf. Also von den wirklichen Influencern. Das heißt, Hashtag abgehoben. Und dann kommt ein Just Nero, sieht 6 Kommentare über, er ist ein bisschen selbstverliebt abgehoben und der ändert das. Warum können die anderen das nicht? Ich finde, dadurch ist Robin so sympathisch geworden. Durch diesen kleinen Move. Das ist so geil. Also wirklich, der ist Schätzle. Ist ein Schätzle. TikTok hat nur daran gearbeitet, die Lives zu improven. Warum? Weil ihnen das einen Haufen Geld bringt. Wir reden hier darüber, dass das systematisch auf der gesamten Welt passiert. In Brasilien betteln Leute, auch in Frankreich betteln Leute. Ich sehe Leute sogar, und das ist sogar ziemlich traurig, das ist sehr, sehr ekelhaft, die benutzen eine Kurdistan-Flagge und eine Türkei-Flagge, zwei Leute, und die machen Live-Battles gegeneinander. Die nutzen quasi die Streitigkeiten und eine so schmerzvolle, lange Jahrhundertgeschichte voller Schmerzen, zum Beispiel von irgendwelchen, weiß ich nicht, von irgendwelchen Völkern. Die nutzen ganz viele Völker aus. Das ist wirklich aber wirklich mies. Also wirklich diese... Nein, das ist wirklich mies. Da gebe ich Ihnen sogar jetzt absolut recht. Das ist hirnrissig. Wie kann man denn so... Bei einigen Influencern gehören die negativen Eigenschaften mit zum Erfolgskonzept. Max Emre als Beispiel. Nur um zu betteln. Und warum ich dieses Video jetzt drehe, ist nicht nur, weil irgendwelche TikToker das machen. Ich meine, wir haben das ja damals gesehen. Es gibt Leute, die machen das bis heute übrigens. So welche Leute wie Barello, Ozan. Dieser ganze Abschaum auf TikTok, okay? Betteln ja schon seit Jahren. Er sagt immer Abschaum. Wenn es dir nicht, schadet, dann brauchst du es auch nicht als Abschaum bezeichnen. Vor allem, das ist deren Sache. Es ist natürlich, kommt absolut cringe rüber. Ja, verstehe ich. Aber, mal ganz ehrlich, sie machen halt ihr Ding und es gibt Leute, die folgen dem. Also, was ist schlimmer? Was ist dann wirklich schlimmer?
Sind das wirklich die Leute, die diesen Content produzieren oder die Leute, die auch noch dafür Geld bezahlen? Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber wie würdest du damit eigentlich sogar noch schlimmer angreifen, wenn du sagst, das wäre Abschaum? Weil was sind dann die Leute, die da für diesen Abschaum Geld spenden? Maximal unangenehm. Solange sie trotzdem ihr Zeug machen und dich in Ruhe lassen, solltest du nicht als Abschaum sagen, sondern solltest du deine Meinung ein bisschen zurückhalten und sagen, findest du unschön, findest du ungeil. Irgendwie so ein bisschen anders formuliert, aber nicht als Abschaum, weil das ist sehr, sehr, sehr abwertend. Nicht gut. Lästigen Frauen und machen ganz viele Sachen. Barello hat zum Beispiel Krebs vorgetäuscht und hat sogar einen Kumpel von mir wie Onodjan sehr, sehr schlimm. Guck mal, er hat gerade belästigen Frauen und Krebs vorgetäuscht. Wo ist jetzt der Beweis? Das nervt mich an Ahmad. Er hat jetzt keinen Beweis für diese Aussage. Wenn man sagt, das weiß man, ja, nee, keine Ahnung, ich kenne die ja Leute nicht, ne? Man muss jetzt hier dazu natürlich Beweise kurz droppen. Ansonsten ist es eine ganz, ganz üble Nachrede, wenn er jetzt einfach das reindroppt. Schlimme Dinge angetan, die ich jetzt nicht nennen kann, aber so ihm Krebs gewünscht und ganz viele andere Sachen. Diese Leute, die machen das bis heute und haben nie aufgehört. Diese ganzen TikTok-Live-Battler, Nino Gashi und so weiter, diese ganzen Leute machen das bis heute. Und dann sehe ich einfach zum Beispiel, dass Leute, die ich feiere, ohne dass sie es wissen, ich sehe einen Abu Goku, ich sehe einen IBK, die sind mit diesem Barello-Live, mit demjenigen, der Krebs vorgetäuscht hat, der eine Abschiebung vorgetäuscht hat, der alles für Fame wirklich getan hat, alles, die sind mit ihm live. Kann es mir selber nicht erklären, weil sie ihn wahrscheinlich nicht kennen oder sonstiges. Und deswegen... Natürlich kennen sie ihn nicht. Wenn sie nie auf TikTok wirklich sind, selber schuld. Aber trotzdem die Frage ist, wo gibt's den Beweis? Bitte sag mal kurz hier, ey. Mache ich dieses Video, um generell alle aufzuklären, auch die Influencer, auch die YouTuber, die jetzt vielleicht auf TikTok sind und Live-Battles machen und keine Ahnung davon haben, was sie da überhaupt tun, wie sie manipulativ den Kindern das Geld aus der Tasche ziehen. Alle ausrasten, bitte. Ihr ey, wisst, Mahlzeit müssen wir cool ausrasten. Ey, unsere Top-Supporter werden dann gepusht. Da sieht ihr zum Beispiel, wie Leon Marcher battelt und sowas. Die rufen alle so wie Geier so, bitte gib mir Geld, bitte gib mir Geld. Und ja, das ist sehr, sehr cringe. Ich finde das echt schade. Also ich würde das nicht machen, sogar wenn ich eine Million Reichweite hätte. Das wäre mir so scheißegal, weil ich sehe es nicht ein. Also schon allein, ich muss einfach sagen, ich würde schon nicht einsehen, dass wenn ihr das Geld verwendet, um jemanden zu supporten, weil ihr ihn mögt, weil ihr ihn liebt, weil ihr ihn cool findet, weil ihr ihn verehrt, weil er halt ein Idol ist oder was auch immer, sehe ich es aber nicht ein, dass 70% dieses Geldes, das ihr eigentlich spendet, weg ist. Geht an die Company. Was? 70%? Also mindestens die Hälfte sollte doch schon bei eurem Lieblingsidol ankommen. Und nicht nur 30. Ich habe zum Beispiel sogar ApoRed darauf angeschrieben und ich habe gesagt, ey Digga, du weißt, ich halte gar nichts von diesen Dings, warum machst du das? Und der. Warum macht ApoRed TikTok? Weil er der echte Hase ist, der jetzt in Katar ist, schön McDonalds genießt und hier schön die Moneten locker hat durch das Katar-Geld. Plus natürlich, nur ein echter Hase kann auch noch schöne Moneten auf TikTok abgreifen, vor allem, weil da nicht so viele ihn wahrscheinlich kennen und haten, weil Mimi ihn absolut exposed hat. Das wäre die Begründung, würde ich mal sagen. Und ApoRed mag eigentlich keine andere Meinung außer seine Meinung, deswegen, ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Der meint halt zum Beispiel auch, dass er, also der battelt halt zum Beispiel nicht so. Der sitzt da zwar und macht diese Live-Matches, battelt zwar nicht. Ich habe ihm gesagt, ich halte trotzdem nichts davon. Aber so ein Leon Marcher, der müsste ja wissen, was er da tut. Auch wenn er dieses Live-System nicht kennt. Der sitzt da und battelt. Der kann mir sagen, was er will, aber das kann man doch in keinster Weise rechtfertigen, oder? Das sind aber das ist ja Battle, ne? Hat er aber nicht mehr dem Video für ein ABK, wo er verteidigt hat, hat er nicht gesagt, ABK battelt nicht? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, aber das will ich jetzt nochmal kurz wissen. Hat er nicht in dem Video, wo er ABK verteidigt, nicht selber gesagt, er battelt nicht? Wo ist denn das jetzt? Das werde ich die Videos nie sehen. Richtig gelesen. Ich werde in dem Sinne, Assalamu alaikum, Freunde. Wollt ihr euch noch an OG YouTube? Das waren Zeiten, Digga, mit YT. Der Zuschauer abzieht. Ich glaube, ich vorgestern aus Japan 900 Euro. Wir gerade und so weiter. Er nennt seine finanziellen Probleme und so weiter. Ist ja erstmal nichts verwerflich.
Deswegen er aber gehatet wird, ist, weil ABK am Anfang gesagt hat, spendet mir Geld. Also hat nicht nur seine schwierige Situation gesagt, ja? sondern gesagt, spendet mir Geld. Das war's. Jetzt werden sich manche fragen, wenn ich ja nicht der Meinung bin, dass ABK seine Zuschauer abzieht, warum steht das dann im Thumbnail und im Titel? Das liegt daran, weil ich die Kritik Der Grund, warum es so heißt, ist, weil ich genauso dachte wie ihr. Ich dachte wirklich eins zu eins so wie ihr. Ich dachte, warum zieht ABK gerade seine Zuschauer ab, sagt, dass er Geld braucht, fliegt aber nach Japan. Keine Ahnung, vielleicht schaut ihr mal ganz kurz das Video durch und sagt mal, ob er das gesagt hat. Ich weiß gerade echt nicht. Das sind einfach moderne Obdachlose. Bloß, dass die Obdachlosen auf der Straße das Geld viel mehr verdient haben als Influencer. Die online betteln, die ein Zuhause haben, das ist schon so gestört. Und ich habe das damals... What the fuck, was ist denn jetzt los? Schon erklärt, aber ich muss das jetzt nochmal erklären, weil ich weiß ganz genau, das werden einige Leute wieder als Punkt bestimmt einführen, weil sie denken, das ist das Gleiche. Das habe ich damals schon erklärt, dass es einen Unterschied gibt zu Twitch oder anderen Streaming-Plattformen und TikTok-Live-Battles. Bei TikTok kann man auch normal live gehen. Man kann bei TikTok ganz normal Geschenke kriegen, wenn man normal live geht. Man muss keine Live-Battles machen, wo es nur darum geht, Geld von seinen jungen Zuschauern zu erhalten. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, das ist meine Grafikkarte. Mach die schlapp. Macht die schlapp? Oder vielleicht stellt er immer die Einstellung um. In Form von Geschenken. Die Leute gehen aber nicht. 7,37. Digga, ich sehe aus wie Tingeltangel-Bob. Nee, weil sonst hättet ihr Probleme auch mit dem Stream jetzt hier. Jetzt machen, wo es nur darum geht, Geld von seinen Jungen zu... TikTok Live-Battler, Nino Gashi und so weiter. Diese ganzen Leute machen das bis heute. Und dann sehe ich ein... What the fuck? What the fuck? Ganz beschissen. GPU, da ist noch Luft nach oben. Absolut, Arbeitsspeicher. Ey, das gibt's nicht. Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe doch nicht. Na, bei Twitch sitzen da Leute und die streamen ganz normal, die geben demjenigen Content, die liefern den Content und sitzen da nicht und sagen, bitte, 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 bitte spendet mir Geld, bitte, bitte eine Rakete. Es geht bei Twitch nicht darum zu sitzen und Geld zu spenden, außer bei Hottube-Streams von irgendwelchen Frauen, die sich ausziehen. Das wurde schon so oft kritisiert, Twitch macht nichts. Natürlich wurde es kritisiert, weil das absolut eine Grauzone ist, was sie da machen. Und ganz ehrlich, was, also sorry, aber nackte Frauen? Wirklich? Auf Twitch? Das haben wir schon damals kritisiert, das brauche ich nicht nochmal kritisieren. Absoluter Scheiß-Content. Absoluter Scheiß-Content, der gehört nicht auf Twitch, der gehört auf OnlyFans zum Beispiel. Da wäre es perfekt. Dagegen, warum? Vermutlich, weil sie auch Geld kriegen, so wie TikTok. Kann man auch kritisieren, diese Hot-Streams und diese Leute, diese ganzen komischen Frauen, die ihren Körper instrumentalisieren, nur um Geld zu ernten, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und TikTok-Live-Matches, das ist wirklich einer der ekelsten Dinge, die ich je gesehen habe. Und damit ihr so nochmal einen kurzen Einblick davon habt, wie sehr diese Leute betteln, diese Leute bellen sogar. Die bellen wie Hunde. Geh auf mein Knie! Bruder, Knie haben wir gesetzt! Nein, nein, nein! Komm! Es ist halt Fremdschämen. Es ist wirklich absolut Fremdschämen. Das muss man schon sagen. Also, wow. Wow. Es ist, dieses Video ist so krass. Das ist so, ey, ich muss mich schlagen, ey. Das kann nicht die Realität sein, oder? Momo News. Ich weiß jetzt, warum es immer so ist. Und zwar das Overlay. Es hat ein Problem mit dem Overlay. Warum auch immer jetzt plötzlich? Der bellt für Geld. Leute malen sich Lippenstift an. Leute schreiben Namen in ihr ganzes Gesicht. Die lassen alles mit sich machen. Ich habe sogar gesehen, Leute setzen sich. Ich muss das leise sagen, weil es so cringe ist. Leute setzen sich auf. Die setzen sich auf eine Flasche. Tom Ford war das. Tom Ford! Tom Ford! Tom Ford! Und was sehe ich jetzt, nachdem Medien darüber auf. Naja, Content ist halt Content, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Außenseiter haben auch schon cringige Sachen damals gedreht. Also, kann man gerade noch so irgendwie, ich find's auch jetzt unschön. Aber gut, wenn die sich halt dementsprechend nochmal wirklich auf eine andere Ebene planieren. Übrigens, es gibt auch wirklich viel Content Creator, wirklich viele Content Creator, die natürlich auch ab und zu mal so einen Scheiß mitmachen, ne, gebe ich ehrlich zu. Mache ich natürlich dann auch irgendwann mal, ne. Ich glaube, das hat auch jeder schon komische, etwas peinliche Aktion gemacht. Also wirklich jeder Content-Creator zum Beispiel sich verkleiden, irgendwann Haare abrasieren, sich schminken. Aber die machen es halt nicht dauerhaft.
Das ist der Unterschied. Aufgeklärt haben, über dieses Battlen, über das Abziehen bei der eigenen Community, nachdem ich darüber aufgeklärt habe, nachdem Dutzende andere darüber aufgeklärt haben. Was sehe ich? Die großen YouTuber entscheiden sich dazu, da mitzumachen. Leute... Alter, KuchenTV ist so geil da drin, ey. Nicht dein Ernst, ne? Interessieren sich nicht für ihre Community. Leute, geht es nur ums Geld. Leute machen alles und schmeißen ihren eigenen Stolz und ihre eigene Ehre über Bord und ihre eigenen Zuschauer nur für ein bisschen Geld. Aber im Grunde, Amad, du hast jetzt schon ein paar Videos gemacht, wo absolut Falschaussagen getroffen hast, absolut oft gelogen hast, absolut manipuliert hast. Wärst du dann nicht genau der gleiche Typ von Creator, wie du jetzt gerade hier den anderen vorwirfst? Kein Respekt vor Community und so. Geld, was nicht ein bisschen ist, was sehr, sehr viel Geld ist. Und die Leute haben geschnuppert, die YouTuber haben geschnuppert, man kann damit verdammt viel Geld machen. Gehen wir auf TikTok und machen Live-Matches. Egal welcher Schwanz sitzt jetzt da, dessen Gesicht man kennt von damals, der komplett abgestürzt ist und nicht bereit ist, sich hinzusetzen, so wie ich, und Content für euch zu liefern, in Form von lustigen, unterhaltsamen, aufklärenden Videos. Nein, wofür diese Videos? Brauche ich doch auch gar nicht machen. Ich habe fast 1 Million auf TikTok. Ich kann einfach auf TikTok live gehen und betteln. Haut rein, warum drehe ich das überhaupt? Bitte gib mir Geld, bitte gib mir Geld. Abschließend kann ich nur damit sagen, an die TikToker, ich meine, über euch gab es sowieso genug Videos. Über euch weiß man, dass ihr sehr, sehr menschenverachtende Leute sind. Ich weiß sowieso nicht, wie eure Community das noch mitmachen kann. Das liegt einfach an dem Internet heutzutage. Macht man eine Sache, dann Aber ich wieder, wie immer, pauschalisierst du. Du kannst nicht alle. Es gibt TikTok-Battles, da bin ich mir ziemlich sicher, das muss ich mal aber selber mal bestätigen. Bestimmt auch TikTok-Battles, die sehr, sehr produktiv sind, die wirklich einen Content bieten. Vielleicht auch mal so eine Wettzeichnung zum Beispiel machen, also ein Zeichner gegen einen anderen Zeichner oder Zeichnerin gegen andere Zeichnerin und die müssen ein Motiv machen in der Zeit, wie bei Gartic Phone und da machen sie ihre Battle oder, keine Ahnung, wirklich Sportwettrennen. Also dieses Pauschalisieren ist schon wieder absolut fies. Du kannst doch nicht sagen, dass alle TikToker, die diese Battle machen, so, Abschaum sind, ne? Das hast du ja gesagt. Nein, finde ich wieder absolut falsch. Ich glaube, es gibt auch Leute, die wirklich dementsprechend coolen Content machen und auch das dann auch verdienter sind. Wobei, wie gesagt, halt ich halte von diesem Battle allgemein nicht so richtig viel, aber es gibt solche Leute. Aber du machst natürlich wieder dein typisches Beispiel. Ich habe dir 3, 4, 5 Leute gezeigt, die natürlich wirklich mies sind. Und das sind dann auch alle anderen. Vergisst man das schon nach 2 Wochen und so weiter, so egal ob jemand, zum Beispiel Leute wie KuchenTV haben sogar ihre Frau gehauen und es interessiert niemanden und es... Alter, bist du ein... Ohne Witz, das triggert mich mal richtig, ich frag mich, warum KuchenTV da nicht gegen vorgeht, das ist absoluter Rufmord, es gibt keine Beweise, er wird vom deutschen Staat nicht so angesehen und solange es kein Opfer in dem Fall gibt, wo eine Anzeige erstattet. Und solange die Polizei da keine Beweise hat, um ihn so zu verurteilen, dann ist er es partout nicht. Wow. Das regt mich auf. Immer diese Seitenhiebe an Tim. Er hat eine Weird-Aktion gemacht. Und man ist sich einfach unsicher, ob es jetzt wirklich so war oder nicht. Aber dann sag es, du bist dir nicht sicher. Aber nicht das als Behauptung darstellen und EBK seine Beweise waren halt auch keine Beweise. Das ist der typische ABK-Style. Boah, meine Fresse. Ich reg mich schon für ihn wahrscheinlich mehr auf als er sich selber. Ja, natürlich. KuchenTV hat eine Scheißaktion gemacht mit diesem Heul-Video. Natürlich. Und ich fand das absolut mies, was er da gemacht hat. Ich habe selber geschrieben, ich habe selber in den Kommentaren geschrieben, so, hey, ganz ehrlich, ich mag dich so jetzt, seitdem ich dich kennengelernt habe, aber das war eine echte Scheißaktion. Geht halt gar nicht, aber jeder Mensch macht auch immer Fehler, ne? Auch weirde Aktionen, das hat jeder Mensch schon gemacht. Also wirklich jeder Mensch. Es gibt keine Ausnahme, es gibt keine perfekten Menschen. Und trotzdem, trotz seiner Aktionen, hat er mehr Botschaften, mehr Moralpredigten Richtung nach außen gegeben, also nicht Moralpredigten, sondern er hat einen moralischen Kompass, der richtig schön gut ist. Also er hat es gut geeicht, zumindest in das, was er nach außen gibt. Seine Botschaften sind richtig. Alles sind gleich, Religion geht nicht vor den Menschen, also Menschen schützen, respektiert die Leute miteinander, habt euch lieb oder lasst euch einfach in Ruhe, wenn es euch nicht stört. Seine moralischen Werte, die er rübergibt, sind absolut gut.
Das ist zumindest immer noch 1000-mal besser als das, was ABK macht. 1000-mal besser. Die eine Aktion ist natürlich scheiße gewesen. Da gibt es halt kein Wenn und Aber. Er ist aber auch einer, der sich dann selbst reflektiert, sagt dann, ey, das war Scheißaktion, es tut mir da vielmals leid. Er versucht es zumindest zu selbst reflektieren und entschuldigt sich auch dabei. Das macht für mich einen guten Mensch aus. Aber du bist leider auch based. Warum? Wiefern? Wie gesagt, in ABK hat er sich jemals entschuldigt, hat Namen sich jemals entschuldigt. Also diese Szenerie finde ich halt echt schade. Deswegen, wenn KuchenTV natürlich eine Scheißaktion macht, wie zum Beispiel das mit Heikel, da habe ich gesagt, so, Alter, nee. Wie kannst du jetzt ein Opfer da hier beschuldigen und den Täter da ignorieren? Oder diesen als Winner küren? Also sage ich dann klipp und klar, nee, Scheißaktion. Ich bin auch kritisch gegenüber KuchenTV. Wenn ich seine Videos anschaue, denke ich mir so, nee. Da schieße ich auch gegen ihn. Das ist absolut gerechtfertigt dann. Aber das als Fakt hinzustellen, er ist ein Frauenschläger, wenn es keine Beweise gibt, absolut lost. Absolut lost. Deswegen, das Internet vergisst schnell. Es ist schnelllebig. Mal kommt heute das, mal kommt am nächsten Tag das. Damit ist das Traurige daran auch, dass 15 Jahre oder sehr, sehr lange treue und reale Leute einfach nicht gewertschätzt werden. Du siehst die Sache nicht neutral, sondern bist auf der Kuchenseite. Ist dann auch egal, wer dann Kacke ist, aber du schießt dann eher auf die Gegner. Ich bin neutral reingegangen. Ich habe die Informationen angehört von der Gegenseite. Ich habe die Informationen von KuchenTV angehört. Die von KuchenTV sind einfach logischer. Die machen auch mehr Sinn als die Aussage. Das, was die Indizien sind, finde ich auch sehr verdächtig und würde sogar sagen, in die Richtung wird sogar gehen. Würde ich selber so sagen. Die Indizien sprechen dafür. Aber erst faktisch gesehen halt es nicht. Und dann halt einen Rufmord zu begehen, ist halt absolut miserable Aktion. Also so ist mein Statement. Und es kann, und das würde ich überhaupt nicht schönreden, das sollte niemals passieren, aber du bist auch ein Mensch, du bist voller Emotionen, du bist voller Wut, Trauer, Hass, Liebe, Glückseligkeit, alles Mögliche. Du bist hast ein Tohuwabohu. Und du bist in der Beziehung absolut glücklich und die einzige Person, die dich am meisten natürlich triggert, ist die Person, der du am nächsten stehst. Und das ist halt deine Beziehung. Und im Eifer des Gefechts könnte es auch der Frau passieren übrigens. Das passiert nämlich auch bei Frauen. Öfters mal eine Ohrfeige. Ne? Das wird aber halt wird halt runtergespielt. Ist auch nur eine Ohrfeige. Beim Mann ist es halt wieder was anderes. Und sogar wenn es gewesen ist, er hat sich dafür trotzdem 1000-mal entschuldigt mit dem ganzen Scheiß. Er hat auch eine Botschaft geschickt mit einer Spende. Er hat trotzdem das Statement rübergebracht, es ist miserabel, sogar wenn es gewesen wäre. Ich brauche nicht auf einer anderen Seite sein als bei ihm auf der Seite, weil seine Seite absolut logisch ist und gut handelt. Während alle anderen einfach ihn random bashen. Und wie gesagt, bestes Beispiel ABK. Ich habe Beweise und zeigt dann Gina einfach komplett unzensiert, auch wenn viele das schon kennen, unzensiert im Internet. Wo schützt du dann die Täterin? Er will nur random gegen KuchenTV bashen. So, macht halt keinen Sinn. Ne? Also du verstehst, was ich meine. Werden, obwohl sie ihr ganzes Leben lang real waren, sage ich mal. Und andere Leute, die ganze Zeit fake sind, bei denen wird das einfach vergessen. Und an die YouTuber kann ich nur sagen, dass ihr jetzt wirklich, weil ihr abgestürzt seid, so sehr weiter euch ins Loch selber kippt, auf TikTok geht und eure letzten verbleibenden Kinderfans und noch die Leute, die euch von damals kannten, ausnutzt, nur damit ihr weiter euer Geld kriegen könnt. Also er hat jetzt legit Leon Mascher, ABK, Aperette, KuchenTV, die viel weiß ich jetzt gerade noch. Er hat jetzt legit einfach alle YouTuber damit jetzt in ein Loch reingesteckt. Weil er denkt, die verdienen kein Geld mehr und alles sind Kinder. Schön pauschal. Super Beispiel einmal dafür, dass man nicht individuell Menschen betrachtet, sondern einfach alles über den Haufen schert. Ganz gefährliches Gedankengut. Jeder Mensch ist individuell. Jeder Influencer, jeder Content-Creator, jeder YouTuber, jeder Twitch-Streamer, jeder TikToker ist eine individuelle Person. Du kannst nicht alles über einen Haufen scheren, Alter. Meine Güte. Oh. Statt zu überlegen, wie ihr eure Kreativität ankurbeln könnt, mal eine Social-Media-Pause machen könnt, damit ihr wieder in die Realität kommt und es wertschätzt, diese Leute, die euch zu dem gemacht haben, was ihr seid, nein, stattdessen schmeißt ihr lieber alles über Bord, geht auf die andere Plattform und verkauft verdammt nochmal an euren Arsch. Und an diese Leute, die ihren Arsch verkauft haben, gerade Leute, die ich
Warum verkaufen sie ihren Arsch, wenn sie einfach nur live gehen und halt um dieses Geld betteln? Es ist immer noch ein Cringe-Move, ja. Aber wo ist ein Arschverkauf? Wenn eigentlich machen die trotzdem, machen die eine Debatte, als Beispiel. Und zudem, das wollte ich jetzt gerade sagen, ja, das triggert mich gerade, dass er das da von sich gibt. Hilfe. Oh, das geht auch ein. Kommt drauf an, was er an, aber was machen die anderen bei diesen Battles? Ja, wie gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich kenne mich jetzt auch nicht so viel aus mit den Battles. Ich schaue es mir wirklich mal an. Ich gehe davon aus, dass wirklich nicht viel Content darüber kommt. Gehe ich auch mal davon aus. Aber sogar dann schadet es nicht so unbedingt. Weil wenn keiner spendet, spendet halt auch keiner. Finde ich auch in der Hinsicht ganz anders. Andere Verhältnisse. Weil 35 Münzen sind 50 Cent. Wow. Also die Preise sind ja auch nochmal einen Ticken schlimmer als hier. Muss man schon so sagen. Und ich finde es auch nicht geil. Ich finde es wirklich auch nicht geil. Würde ich auch hoffen, dass gute Content-Creator wieder zurückkommen. Aber das heißt ja nicht, dass sie ihre Kreativität verlieren. Vielleicht wollen sie mal was anderes ausprobieren. Mal mit der Zeit gehen. Sich auch vielleicht mal daran probieren. Neugierde irgendwie erfüllen. Ich finde halt, er macht sie jetzt zu sehr runter. Also geht halt nicht. Gefeiert habe. Mich hat das Siehst du, dann dürftest du jetzt seine Meinung nicht runterspielen, wenn er sogar alle über einen Kamm schert, da du dich ja nicht schlau gemacht hast, was da passiert. Aber auch dann betrachte ich sie individuell und, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass nicht alle so sind. Das ist einfach mein Gedankengut. Ich gehe davon aus, dass es gibt immer jemanden, der was anderes macht, der wirklich was Content-mäßiges produziert. Erstmal davon. Und zum anderen, auch dann ist es nicht schlimm, es ist ja keine Abzocke, solange sie halt ehrlich sind. Gut, wenn sie den Druck aufbauen, künstlich ist das natürlich unangenehm. Das ist dann auf jeden Fall Manipulation. Aber wenn sie da einfach nur reden und kriegen dann halt, werden das Geld und es geht ein Battle, dann ist es was anderes, finde ich. Und übrigens, in der Hinsicht verteidigt dann auch ABK und Porette und alles. Außer Leon, der battelt ja wirklich gerade wieder um Geld dann. Wobei auch das ist ja seine Entscheidung. Solange jemand spendet. Du weißt, was ich meine. Ich schaue es rein, ich wette mit dir, ich finde trotzdem jemanden. Aber er macht es trotzdem, er pauschalisiert so oder so allgemein, egal was ist. Egal was ist. Das hat er jetzt gerade bei allen YouTubern gemacht. Verletzt zu sehen, wer da sitzt und wer das macht, okay? Und man muss ja jetzt nicht jeden namentlich nennen, aber ihr habt mich wirklich zutiefst enttäuscht. Und egal welchen Grund ihr habt, das zu machen, egal was, ihr habt immer die Möglichkeit, eure Zuschauer nicht zu verarschen und nicht da förmlich zu sitzen. Also, wie gesagt, er sagt jetzt, er hat die Leute verarschen, die YouTuber verarschen ihre Zuschauer. Wo ist das der Verarsche, jetzt auf TikTok zu gehen, um Geld zu betteln? Ich verstehe jetzt diese Verarsche nicht. Wo ist dieses Exposed, wo er jetzt meint? Wo ist dieses Exposing? Er hat nichts gezeigt. Das ist ein typischer Amazon-Style. Und zu betteln. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, schämt euch. Und ich glaube, jeder Einzelne weiß, wen ich gemeint habe. Schämt euch einfach nur. Die Angesprochenen wissen schon Bescheid. Klärt bitte auf über dieses Thema. Klärt über Live-Battles auf. Lasst es nicht Normalität werden, dass Leute da sitzen, betteln, ihre Ehre verkaufen. Nur für ein bisschen Geld. Klärt über das auf. Verbreitet es. Lasst einen Kommentar da. Lasst ein Like da. Verbreitet diese Ausschnitte gerne auch auf TikTok. Ich liebe euch alle. An meine Zuschauer. An die anderen Leute bin ich angewidert. Und ja, lasst euch das Geld nicht aus der Tasche ziehen. Spendet es lieber guten Content Creator. So zum Beispiel mir könnt ihr auch eine Kanalmitgliedschaft dalassen, um so welchen Content wie hier zu unterstützen. Das war gut, ne? Nein, aber Spaß beiseite, ihr könnt mich wie gesagt immer gerne unterstützen. Gebt mir euer verdammt. Also, nee. Kein gutes Video fand ich wieder. Er hat wieder alles so schön zusammengepackt und einfach mal rausgeworfen. Nicht so toll. Weil eigentlich nur Bettler einen Anspruch haben auf Betteln. Ja, das ist Betteln, aber im Grunde sind Spenden. Das ist, wer Anspruch hat, das kann man nicht so einfach entscheiden. Jeder kann um Geld bitten, jeder kann um Geld betteln. Das kann jeder. Du musst nicht arm sein, um zu betteln. Das ist eine Tatsache. Das haben schon viele bewiesen, auch große Influencer. Das haben wirklich viele bewiesen. Wie gesagt, das Video fand ich jetzt absolut schlecht wieder. Zumindest hat er damit Gott sei Dank etwas allgemeiner gehalten. Er hat nicht gegen jemanden. Moralisch nicht. Moralisch. Wie gesagt, dieses Battlen ist unangenehm. Ja, es ist cringe, es ist Fremdscham. Das ist safe. Aber. Es ist große Aber. Es schadet keiner. Wenn du nicht draufklickst und kein Geld spendest, ist das scheißegal. Ein Abziehen ist es ja auch nicht, weil im Grunde du verarschst Leute nicht.
Außer du baust künstlichen Druck auf oder du tust dementsprechend Lügen. Ich sterbe bald, ey, gib mir Geld, damit du mir noch eine Reise leisten kannst. Dann. Manchmal gibt es unausgesprochene Gesetze. Ja, aber wer hat die denn gesagt? Wo sind die stehen? Nee. So, wie gesagt, die Reaction fertig aus. War mir schon ein bisschen unangenehm. Vor allem, weil jetzt irgendwie die Technik rumgesponnen hat. Vielleicht beim nächsten Video klappt es besser. Also, haut rein.